Wir haben gerade schon als Beispiel den Zählerstand gemeldet. Jetzt machen wir auch noch eins vielleicht, damit Sie einfach mal sehen, wie das Prinzip davon ist. Weil es ist ja letztendlich immer gleich. Ich habe ein Anliegen, ich fülle die vorgesehenen Felder aus und schicke es ab. Danach landen die Informationen bei uns. Wir bearbeiten das, kommentieren das, schicken die Informationen zurück oder bearbeiten diese weiter. Eine Information vorweg: Bei meinen Anfragen ist jetzt noch der Punkt, Zählerstand noch dazu gekommen. Ich sehe auch, dass ein Kommentar, ich habe ja gerade noch mal meine Meldung kommentiert oder halt korrigiert. Bearbeitungsstatus ist 0, habe ich gerade erst abgeschickt. Um eine neue Anfrage zu machen, gehe ich wieder auf Service in dem Fall, auf Plus bei meinen Anfragen und ich habe jetzt einen Schaden. Und zwar sage ich jetzt einfach mal in unserem Beispiel, die Heizung funktioniert nicht. In dem Fall sage ich, Heizung beim Wasser betrifft das Ganze. Es öffnet sich wieder ein neues Fenster. Ich habe hier nochmal die Übersicht, Heizung beim Wasser. Hätte ich mich jetzt zum Beispiel verklickt, kann ich auch auf Zurückgehen. Ich kann dann nochmal im Menü mir auswählen, wenn ich jetzt zum Beispiel falsch gewesen bin. Hier nochmal der Hinweis, je genauer Sie die Störung angeben oder den Schaden angeben, umso genauer ist bei uns oder umso schneller ist die Bearbeitung. Weil bei uns ist, das ist für Sie jetzt nicht sichtbar, dahinter sind bei uns Prozesse und Checklisten. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist, wenn Sie sagen Feuer- und Brandschaden, das ist eine Meldung, die bei uns allen etwas anderes auslöst, als wenn Sie sagen, ich habe einen anderen Schaden. Es kommen auch andere Meldungen, die automatisch generiert werden. Daher ist es immer gut, wenn Sie möglichst exakt genau das auswählen, welchen Schaden Sie haben. Wir hatten jetzt in dem Fall die Heizung kaputt. Das heißt, wir gehen auf Heizung beim Wasser ist gestört, Anliegen, Heizung ist ohne Funktion. So, jetzt im Prinzip, Sie füllen alles einfach aus, Sie sind komplett geführt. Das betrifft das Gebäude, die Wohnung, Heizungskeller, sonstiges. In dem Fall würde ich einfach sagen, das ganze Gebäude. Wir haben eine Zentralheizung, die scheint im kompletten Gebäude nicht zu funktionieren. So, Beschreibung, im gesamten Gebäude funktioniert die Heizung nicht. So, die Schadensursache, wenn die bekannt ist, kann man es gerne mit angeben. Das hilft uns natürlich immer. Je mehr Informationen haben, umso einfacher ist für uns dann die Schadensbearbeitung, weil wir müssen im ersten Schritt ja feststellen, zum Beispiel bei Heizung kann es ja mehrere Gründe haben. Vielleicht ist der Strom ausgefallen, deswegen funktioniert nicht. Aber trotzdem würde die Heizung funktionieren, wenn Strom da wäre. Das heißt, wir brauchen in dem Fall keinen Klempner, sondern Elektriker. Daher, wenn Sie jetzt also wissen oder vermuten, woran das liegen kann, jegliche Information, die Sie haben, ist für uns nur hilfreich. In dem Fall schreiben wir einfach nicht bekannt. Schadensdatum, Sie können jetzt also reinschreiben, wann Sie den Schaden bemerkt haben. In dem Fall sage ich jetzt einfach mal, das habe ich bemerkt heute. Ich kann hier nochmal für Rückfragen meine Telefonnummer angeben. Es kann auch sein, dass Sie zum Beispiel im Büro erreichbar sind oder vielleicht ein Nachbar erreichbar ist. Alles das können Sie uns hier mitteilen. Sie können auch dementsprechend sagen, ich bin jetzt erreichbar unter der Telefonnummer. So, Fotos, wenn Sie haben, auch hier, je mehr Informationen, umso einfacher, umso schneller ist die Schadensbearbeitung für uns. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Defekt haben von einem defekten Heizkörper, können Sie vom Foto machen, Thermostat abgefallen, auf einem Foto machen. Wie ich vorhin schon sagte, am besten nutzen Sie direkt die App auf dem Handy, dann können Sie direkt aus der App raus fotografieren und direkt ist es angehängt. Wenn nicht, können Sie einfach hier draufklicken und Sie können halt wie halt sonst auch immer die Dateien hochladen. Wichtig ist doch, dass Sie aber das Häkchen reinmachen, dass Sie mit einverstanden sind, dass wir die Kontaktdaten für eine Firma weitergeben dürfen. Und zwar ist es ja wichtig, dass wir in dem Fall an die Sanitärfirma, in dem Fall zum Beispiel, ihre Handynummer und ihren Namen weitergeben dürfen, damit sie kontaktieren können und sie eventuell für Rückfragen oder für einen Vororttermin kontaktiert werden können. Wenn wir das alles haben, gehen wir auf Absenden. Und wir haben unsere dritte Anfrage erstellt. Und zwar ist jetzt hier der Punkt, man sieht es auch an den Symbolen noch hier ein bisschen, dass die Heizung ohne Funktion ist. Wenn ich nochmal hier oben draufklicke, kann ich sehen, dass es die eingegangen ist. Und ich sehe nochmal hier von allen das Protokoll dazu, was alles eingetragen wurde. Auch hier sollte ich jetzt feststellen, ich habe mich jetzt irgendwie verklickt oder was Falsches reingetragen. Auch dann kann ich hier nochmal das korrigieren. Ich könnte auch nochmal eventuell Dokumente dazu hochladen.
und könnt einmal absenden, nochmal die Korrektur nochmal mitteilen. Wenn ich jetzt nochmal auf meine Pinnwand gehe, dann sehe ich jetzt auch, es gibt hier mit alle drei Anfragen. Und zwar habe ich jetzt nochmal hier auch die Heizung ohne Funktion, ist nochmal eingegangen, das heißt also dementsprechend drei offene Anfragen.